Hallo, herzlich willkommen weiter von Nordfrische Marschmitte mit dem Marco am Dienstag. Es geht weiter. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es gerade ein Rückschritt ist, was wir gerade machen. Der ist wieder in der gleichen Position wie gerade, muss aufgefüllt werden. Ich weiß aber noch nicht, was er macht. Das hat er irgendwie jetzt, glaube ich, gerade nicht ganz so verstanden. Deswegen bleiben wir mal eben kurz drin sitzen. Was macht denn die I-Spritze? Fettladen und liefern, das läuft eigentlich. Ja, wir gucken mal. Ich weiß noch gar nicht, was der macht, was er vorhat. Vielleicht schickt mir den noch gleich manuell dann einfach mal los. Ja, sonst habe ich hier gerade Wetterbericht offen. Morgen gibt es 8 mm, Freitag 15. Temperaturen zeigen schon, ja, sind ganz gut. Gewitter vorausgesagt, wundert mich jetzt nicht. Das Wetter ist halt aber auch einfach schwül warm. Nee. Ach so. Das verkehrt herum, oder? Was ist das denn? Wo ist der? Da nicht. Einkauf, Bahnhof. Und da dann 62. So rum. Hä? Auffüllen da und dann da ist 62. Kaufbahnhof. Hat das bei der anderen E-Spritze auch verkehrt gemacht? Wahrscheinlich schon, oder? Ist jetzt da wieder an dem Punkt? Ich weiß zwar nicht, wo der Punkt sein soll, aber ich nicht sehe. So. So. Wir haben dann mal wieder alles. Und doch. Genau, grubbern sind wir dann auch soweit, glaube ich, durch. Das sind dann nur noch ein paar kleinere Sachen. Vielleicht schicke ich einen noch mal wieder los, der vielleicht noch 36 eben macht. Aber dann ist das auch gut. Genau, Spritzen ist, denke ich mal, jetzt auch da die letzten Flächen. Säen könnte man noch machen mit Dinkel. Wenn der fertig ist, könnte der noch weiterfahren. Dann würde ich vielleicht noch düngen. Aber nur vielleicht die 50.000, der erste Trecker, der reinkommt, dann das dicke Feld mal eben den Angriff nimmt. Das werden ja wahrscheinlich dann eh die Spritzen machen. Ja, der braucht halt auch noch ein bisschen. 55, ja, ist jetzt Hälfte fertig. Das dauert auch über noch ein Minütchen. Ich hoffe, dass der jetzt schafft, Nachschub zu holen. So, wie sieht es denn bei der Presse aus? Wie viele Ballen hat er jetzt? Sollten wir auch auf die Presse gehen. 944 Stück. Gewickelte Ballen, aktuell Feld, 500 Stück. Ja, für den Feld, da kommt doch gut was runter. Das kannst du auch so nicht sagen. Nee, das ist gut. Sortiere. Auch mal gucken. Aber dann sollte eigentlich, aber wir haben noch nicht gespult, gar nichts. So, wir haben jetzt 4 Minuten um. Knapp. Na, Eier sind noch drin, sieht man oben. Wir wollten ja über Saatel sprechen. Maurice und ich haben letzte Woche, für mich letzte Woche, für euch vorletzte Woche, am 18. am 13.05. haben wir aufgenommen. Wieder. Es gab jetzt einen Monat Pause, weil Maurice nicht konnte, weil ich nicht konnte. Und dann ist das ja mal schwierig. Dann hat er Schicht und dann muss ich halt auch arbeiten. Und dann danach, wenn er Spätschicht hat, oder so, ist der Abend sowieso nicht da. Am Wochenende ist das sowieso immer ganz schwierig bei uns. Weil muss ich arbeiten, hab hier, mach da, mach jenes. Dann ist Maurice abends unterwegs oder auch so tagsüber unterwegs, wo ich dann da bin. Und das ist dann halt immer ein bisschen schwierig. Jetzt ist es so von uns angedacht, wir machen jetzt erstmal wieder wahrscheinlich 3 oder 4 Wochen, wo wir aufnehmen können, weil Maurice Berufsschule hat und halt auch freitags Zeit, beziehungsweise dann auch haben wir überlegt, ob wir dann am Christi Himmelfahrt, ist das Christi Himmelfahrt? Ist Christi Himmelfahrt, also am 26. Mai,
Also wir nehmen am 20. nehmen wir auf, planmäßig, am 27. planmäßig. Kann sein, dass wir dann zwischendurch nochmal irgendwie einen Tag oder so an Christine fahren, wenn da Zeit und Platz ist, vielleicht nochmal eben aufnehmen. Das kann sich aber, wie gesagt, alles ändern. Es kommt halt, wie gesagt, ganz drauf an, wie wir Zeit haben. Genau, weil wir halt gucken jetzt wieder ein bisschen Material sammeln. Ich weiß ja noch nicht, wie lange es geht, wie lange wir wieder Zeit haben und so, weil wird sich ja bei uns auch zeitlich jetzt immer so ein bisschen ändern und anpassen und so, weil wir halt unterschiedliche Zeit haben. Deswegen, da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das unter den Hut kriegen, weil alleine macht es keinen Spaß, hat Maurice auch gesagt. Ich habe offscreen wieder ein bisschen weitergearbeitet und habe dann, oder wie gesagt, ich habe offscreen weitergearbeitet, direkt nach der letzten Aufnahmesaison. Das haben wir dann heute, oder das kam dann Montag als kurze Besprechung, was wir gemacht haben, wie es aussieht und so weiter und so fort. Da haben wir dann kurz durchgesprochen, was ich alles geschafft und gemacht habe. Da haben wir jetzt Zentrallager und so weiter eingeplant und eingeräumt und verwendet und so weiter. Also da bestehen jetzt eigentlich hauptsächlich die Folgen auch raus. Wie habe ich das gemacht? Wie programmieren wir das und so jenes? Das ist eigentlich so im Endeffekt so der Hauptteil. Wir sind ja gerade hauptsächlich auch die Base da unten am Umbauen. Des Weiteren sind wir jetzt dabei, Aluminiumkühler zu machen, und das ist jetzt auch der letzte Stand der aktuellen Folge, dass wir jetzt Aluminiumkühler brauchen, um im Endeffekt bei den Meilensteinen weiterzumachen. Und diese Meilensteine ja, geben uns ja dann wieder neuere Sachen und so weiter und so fort. Dass wir jetzt, sag ich mal, an dem Punkt angekommen sind, dass ich jetzt Aluminiumproduktion ausbauen muss, um im Endeffekt mehr Material zu sammeln, dass ich da wieder weitermachen kann, ohne dass wir da größere Schwierigkeiten haben. Genau, und da müssen wir jetzt noch neue Minen und Produktionen und was weiß ich nicht suchen, weil ich brauche Kupfer, brauche ich, um da die Aluminiumkörper zu produzieren. Das ist jetzt alles so eine Sache, die wir jetzt wieder erforschen oder ziemlich erforschen. Da müssen wir erst wieder Wege ziehen und Produktionsziehen und hin und her und hast du nicht gesehen. Das werden wir wahrscheinlich mit Zügen machen. Das zumindest ist der aktuelle Plan. Inwieweit wir damit kommen und was wir so schaffen, wissen wir auch noch nicht. Weil wir wahrscheinlich von den Meilensteinen, weil die ja doch relativ zügig sind und wir dann halt viel, viel, viel mehr Zeit da reinstecken müssten, um da ansatzweise jetzt ist ja wahrscheinlich der I-Punkt hier. Wahrscheinlich am Arsch der Welt dafür. Dass der wahrscheinlich mit so einem Auffüllstutzen nicht mehr ganz klar kommt. So, was wir theoretisch, wir könnten es probieren. Ich weiß nicht, ob der jetzt mitmacht oder nicht. Oder ob das mit den Spritzen einfach voll in die Hose geht. Der Tempomat noch drin. Ach, der will da zu dem Punkt und dann greift er wieder. Spritzen läuft halt aber überhaupt nicht. Die
Spritze ist ja ganz voll. Läuft einfach nicht. So. 62 oder 43? Aus. Nee. Komm hier. Fährt es jetzt zu 62. Fahr dahin, programmiere ich dich gleich wieder. Das läuft jetzt ja mal nicht so wie in einem Spiel, aber ich kann es jetzt annehmen. Mal kurz da jetzt drin bleiben, um zu gucken, wo der hinfährt. Ob da noch einigermaßen läuft. Der Punkt dürfte ja nicht so weit weg sein. Bei meinem kürzeren Sitzen hat er doch wirklich geklappt, jetzt hat er die jetzt so da ankommen, wo die hin müssen. Marc hat mir jetzt keine Lust, dass das nicht funktioniert. Vor allem, dass er jetzt auch gleich da weitermacht, wo er soll. Das ist jetzt auch so die wichtige Baustelle an der Geschichte. Das Problem ist, der fährt jetzt hier jetzt einmal pro Pudding. Das tut sowieso nicht. Kommt von da. Können wir den Status, Spritstatus irgendwo sehen? Na, vielleicht sehen wir irgendwo eine kleine Kante oder so, wo der stehen geblieben ist. Ich glaube, sonst könnte halt auch wieder knapp werden. Doch, der Augencode. Ah, irgendwo hier. Ah, hier. Ja, hier ist doch schick. So, der ist außer Verwehr 62. Und hat damit genauso. Da vorne fährt unser Gruber. Schön. Alles wieder hier fein sauberlich unterwegs. Dadurch, dass er genauso wenig weiß wie ich, wo wir waren. Hey, ist da vorne irgendwo? Irgendwo so hier so. Ein bisschen weiter runter. Irgendwo hier so. War der, glaube ich, da. Nee. Weiter. Hier läuft der hoch. Ich sehe die Kante da, oder?
Na, hier, da, hier ist die Kante. Da nehmen wir die Sonne. Ja, hier ist doch die Kante. Das haben wir doch auch schon wieder. Wieder eine Reihe, das ist schon schön. Ja, dann darf ich mich aber wieder bedanken. Wir sind schon wieder durch. Mein Gott, wann rennt heute die Zeit? Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschüss.